Ja, auch Wandern will ja gelernt sein. Was ist für Sie Wandern? Den Berg rauflaufen, oder? Oberstdorf ist ein wunderschöner Ort für Urlauber, Wanderer, Tagestouristen. Ja, und da kommt es dann auch doch mal vor, dass man sich auf dem Berg oder auf dem Weg dorthin begegnet. Was mir aber immer auffällt ist, begegnen tun einem die Menschen nur auf dem Raufweg. Kann mir mal einer sagen, was es mit diesem typischen Volkssport auf sich hat? Nein, hallo, er ist auf diese bescheuerte Idee gekommen und hat gesagt, hey, lass uns mit der Bahn hochfahren, weil da können wir runterlaufen. Hand aufs Herz. Wer von Ihnen hat das auch schon mal gemacht? Ja, Meldungen bitte. Das müssen wir jetzt auch, ihr lügt alle. Und jetzt seien Sie alle bitte ganz ehrlich, wer von Ihnen fand das wirklich leichter? Und woher kommt dieser Satz, das ist viel gesünder? Ich bin ja viel in den Bergen unterwegs, habe auch schon so manchen Gipfel erklommen. Aber eines ist immer das Gleiche. Wenn ich da oben ankomme und dieser Adrenalinkick, den man da oben hat, der lässt so langsam nach. Dieses Gefühl, über allem zu stehen, geht weg. Dann holt es mich immer wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurück. Wie eine Seifenblase, die zerplatzt. Weil dann fällt mir nämlich immer ein, diesen wunderschönen, stundenlangen, steilen Raufweg. Ja, den muss ich jetzt ja auch wieder runter. Kann mir mal einer sagen, was daran so toll ist? Also wenn ich nach stundenlangem Abstieg unten ankomme, dann habe ich Knie wie Gummi und am liebsten hätte ich einen Rollstuhl, der mich zum Auto bringt. Offensichtlich bin ich damit aber ziemlich allein. Legends zum Beispiel. Wir wollten eine Wanderung machen, also sind wir den Faltenbachtobel rauf und weiter zur Seealpe. Auch hier wieder das bekannte Phänomen, die Menschen kamen uns ausschließlich entgegen. Wir waren also die Gegenläufer, wenn Sie so wollen. Nicht, dass Sie es vergessen, wir liefen den Berg nach oben. Der absolute Kracher war eine ältere, wohlgenährte Dame in Halbschuhen, die uns entgegenkam, höhnisch ansah und süffisant meinte, Sie wissen aber schon, dass es da eine Bahn gibt, die Sie nach oben bringt. Da können Sie runterlaufen. Ja, sag ich, natürlich weiß ich das, aber die ist nur für Touristen. Auch ein schönes Beispiel. Ein Ehepaar kommt zu mir in die Rezeption und bittet um Wandervorschläge. Wichtig, nicht zu steil, der Ehemann hat Knieprobleme. Gar kein Thema. Ich also all die schönen Panoramawege erklärt, unsere wunderschönen Wanderwege in die Täler beschrieben. Und kennen Sie das, wenn jemand so penetrant übertrieben die Stirn runzelt? Daran habe dann auch ich erkannt, dass das alles wohl nicht so das Richtige ist und habe aufgehört. Auf einmal hält sich das Gesicht der Dame auf und sie meint, wie sieht's denn mit der Breitachklamm aus? Die würde ich ja gern mal laufen. Sag ich, ja, die Breitachklamm ist eine wunderschöne Wanderung, haben Sie vollkommen recht. Aber stetig steil bergauf ist halt nichts für kaputte Knie. Dann überlegt sie kurz und dann sagt sie, Sie wissen, was sie sagt. Die gute Dame sagt doch allen Ernstes, das macht nichts, dann laufen wir halt die Breitachklamm von oben nach unten, weil das ist eh viel leichter und sowieso gesünder. Meine Damen und Herren, ich gebe es auf.